Moin Moin, ich bin Jan Sieveking von der Firma Sieveking Sound und auf dieses Video über die Firma HiFi Tuning aus Berlin freue ich mich besonders, weil die Kommentare, die man bei YouTube erhält, so wunderbar gehässig sind von all den Menschen, die es nie ausprobiert haben, aber vorher schon besser wissen. Die Firma HiFi Tuning aus Berlin gibt es seit mehr als 20 Jahren, aber wirklich bekannt geworden ist man dort mit den Sicherungen. Jetzt werden Sie sagen, Sicherungen? Moment, Sicherungen, klar, die sind in jeder HiFi-Komponente drin, aber ist doch nicht wichtig. Die funktionieren halt und wenn sie nicht mehr funktionieren, sind sie halt kaputt. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Wenn wir uns vorstellen, dass eine HiFi-Komponente ja im Grunde nichts anderes macht, als den Strom aus der Steckdose zu modulieren, so dass aus diesem Strom das Musiksignal für unsere HiFi-Anlage wird, dann lernen wir, das hat ganz viel auch mit Stromversorgung und dem Pfad des Stromes in der HiFi-Komponente zu tun. Über genau dieses Thema hat sich Bernd Arne auch Gedanken gemacht. Bernd Arne, der Chef, Inhaber, Oberguru von HiFi Tuning, hat sich nämlich gesagt, wenn wir es möglich machen können, dass der Strom aus der Steckdose mit möglichst wenig Widerstand und ohne schädliche Resonanzen oder sonstige Artefakte in die HiFi-Anlage kommt, dann klingt das bestimmt auch. Er hat das natürlich ausprobiert. Machen Sie das nicht zu Hause? Man kann so eine Sicherung auch überbrücken. Und ja, klingt besser. Problem ist, Sie haben keine Sicherung mehr. Zu viel Spannung aus dem Netz, HiFi-Komponente kaputt, vielleicht auch Rest der Anlage mit kaputt. Und CE-konform ist das Ganze auch nicht mehr. Die Sicherung gehört nämlich da rein. Also hat er sich über die Jahre verschiedene Sicherungstypen einfallen lassen, die klanglich besser sind als die Standardsicherung. Warum sind die klanglich besser? Naja, sie haben tatsächlich das gleiche Auslöseverhalten, wie man das gerne hätte, flink oder träge, bei einer bestimmten Spannung, die da durchgeht, aber sie haben einen niedrigeren Widerstand. Niedriger Widerstand heißt, Strom fließt einfacher dadurch. Daraus entwickelten sich über die Jahre verschiedene Modelle für verschiedene Anwendungen. Wir machen einfach mal jetzt die klassischen Feinsicherungen so einmal durch. Es gibt hier den amerikanischen Typ, 6,3 x 32 mm. In europäischen Geräten eher selten, in Amerika, aber auch Südostasien durchaus gängig. Der ist einfach größer. Der wird angeboten in einer Silber-Gold-Legierung und es gibt ihn in flink und in träge. Ich kann Ihnen aus Erfahrung sagen, träge haben Sie meistens in den Netzteilen der Geräte. Flink haben Sie häufig dann, wenn zusätzlich der Ausgang nochmal abgesichert werden muss oder zum Beispiel in der Stromversorgung für Röhrenverstärker dabei. HiFi Tuning hat verschiedene Sicherungen für verschiedene Anwendungen und die Idee dahinter ist immer, dass Sie die Standardsicherung, die in Ihrem Gerät ist, durch eine höherwertige, nämlich eine HiFi Tuning Sicherung ersetzen. Bevor wir uns jetzt mit den einzelnen Sicherungen beschäftigen, ganz wichtig, bevor Sie eine Sicherung am Gerät wechseln, ziehen Sie immer, egal was auch ist, immer den Netzstecker. Bitte, bitte, bitte. Der Herr Sieveking hat es jetzt dreimal gesagt, dass ihm das auch wichtig ist. Sie ziehen den Netzstecker. Und wenn Sie der Meinung sind, Sie sind überhaupt nicht der Mensch, der an Ihren Geräten rumfummeln sollte, lassen Sie das den Elektriker oder Ihren HiFi-Händler machen. Die können das, die ziehen auch den Netzstecker. Jetzt aber mal zu den Sicherungen. Sie ersetzen, wie eben gerade schon gesagt, durch den gleichen Sicherungstyp. Es gibt aber unterschiedliche Sicherungstypen. Es gibt nämlich zum Beispiel die amerikanische Größe. Das ist die hier. 6,3 x 32 mm. Man sagt deswegen amerikanische Größe, weil sie in US-Geräten gerne verbaut wird. Sie finden sie aber auch gelegentlich in asiatischen Geräten und ganz, ganz selten auch mal bei europäischen Geräten. Wenn wir über verschiedene Werte reden, dann haben wir bei Sieveking Sound aktuell wohl so 120 verschiedene Werte am Lager. Dann haben wir hier den in Europa gängigeren Wert 5 x 20 mm. Die kommen dann hier. Da haben wir zum einen wieder eine Silber-Gold-Mischung in flink und in träge. Und wir haben die gleiche Baugröße auch in Kardaskupfer. Dazu muss man wieder was erzählen. Der Bernd Arne hat relativ schnell begriffen, eine Sicherung soll nicht nur einen geringen Widerstand haben und trotzdem noch sicher funktionieren, sondern sie hat auch einen gewissen Eigenklang. Dieser Eigenklang hängt mit der Konstruktion zusammen, mit dem verwendeten Leitermaterial, mit der Füllung, mit der Bedämpfung des eingebauten Fadens, mit dem Keramikkörper, aus dem die Sicherung besteht. Das mag alles sehr esoterisch klingen, das ist dem Bernd Arne aber komplett egal. Der hört sich das einfach an und baut dann das,
was gut klingt. Also warum jetzt einmal die Legierung aus Silber-Gold und einmal aus Kupfer? Weil sie unterschiedlich klingen. Letztendlich ist es so, die Silber-Gold-Mischung ist etwas offener, etwas schneller, etwas spritziger. Es ist ein bisschen mehr Action. Es ist so ein bisschen, als ob Sie bei Ihrem Fernseher vielleicht ein bisschen mehr Farbe reingedreht haben. Analog dazu in der HiFi-Anlage, es ist etwas knackiger im Bass, etwas heller, etwas schneller gefühlt. Damit ist es genau richtig, wenn Sie eine HiFi-Anlage haben, wo Sie sagen, oh, etwas mehr Leben, etwas livehaftiger, wäre gut für mich. Es gibt aber auch eine Lösung aus Kardaskupfer. Das sind diese hier. Die gibt es natürlich auch wieder in träge oder extra träge für einige ältere Geräte. Es gibt sie nicht in flink. Sie kriegen keinen Kupferfaden hin mit flinkem Auslöseverhalten. Aber warum jetzt eigentlich unterschiedliche Typen? Die Kupfervariante klingt anders. Sie spielt runder, sanfter, etwas zurückhaltender, vielleicht etwas schöner. Und gerade wenn man jemand ist, der sagt, boah, ich möchte eine tolle Stimmenwiedergabe haben, dann ist die Kupfervariante genau das Maß der Dinge. Im Grunde würde ich sagen, wenn Sie schon eine wirklich gut spielende Anlage haben und nur von allem noch einfach ein bisschen mehr haben wollen, wählen Sie die Kupfervariante, nicht die Silber-Gold-Variante. Beide sind eine deutliche Verbesserung, aber sie unterscheiden sich in ihrer klanglichen Charakteristik. Nachdem wir jetzt über diese vielen kleinen Feinsicherungen gesprochen haben, die in Ihren HiFi-Komponenten drin sind, können wir den Gedanken weiterspinnen. Ich kann mir einen Sicherungshalter bauen lassen. Dieser Sicherungshalter passt in den entsprechenden Automaten, ist auch CE geprüft, ist absolut zugelassen. Und in diesen Sicherungshalter kommt, mal gucken, eine entsprechende HiFi-Tuning-Spezialsicherung. Die ist für 16 Ampere ausgelegt. Das Einbauen hier überlassen Sie bitte einem Elektriker, wenn Sie nicht selber zufällig einer sind oder Ingenieur sind. Sie spielen nicht im Sicherungskasten rum. Aber was ist jetzt das Besondere an diesem Sicherungshalter, außer dass er schwarz ist? Besondere ist, der Bernd Arne hat ihn sich bauen lassen. Und die Legierung innen drin ist nicht Messing, wie das normalerweise wäre, sondern er hat die Kontakte aus Kupfer machen lassen. Dann hat er das Kupfer versilbert. Das versilberte Kupfer hat er dann nochmal neu verkupfert und dann vergoldet. Die zweite Kupferschicht ist tatsächlich nur eine Sperrschicht, damit das Gold nicht zu schnell mit dem Silber reagiert. Also ein deutlich besserer Leiter. Und die kleinen Schräubchen, die hier verbaut sind, sind aus nicht-magnetischem Edelstahl, damit wir keine Probleme mit der Induktivität dabei haben. Das heißt, das hier ist eine Lösung, wie Sie dafür sorgen können, dass der Strom, der zu Ihnen nach Hause kommt, tatsächlich mit einem niedrigeren Widerstand auch Ihrer HiFi-Anlage ankommt. Es ist nicht abstrus teuer, wird aber klanglich, genau wie viele dieser anderen Sicherungsprodukte, deutlich mehr bringen als viele andere Tricks, die Sie haben können. Und man kann praktisch jede Komponente aufwerten. So, wenn Sie jetzt das Gefühl haben, der Typ, mit dem da was der macht, der Bernd Arne, der ist schon ganz schön speziell, dann haben Sie da recht, der ist speziell. Der kommt auf solche Ideen, wie dass man diese Sicherung tieffrieren muss. Das heißt, kryogenisieren. Er hat sich nämlich extra dafür ein Gerät gekauft, damit die Sicherungen bei minus 168 Grad mit flüssigem Stickstoff gekühlt werden können. Das gleiche geschieht übrigens auch mit diesem Sicherungshalter. Es klingt dann besser. Jetzt kann man drüber reden, oh Gott, wie will man das denn messen? Gar nicht. Man hört sich das an. Genauso macht er das. Man hört sich das an und das ist international sehr, sehr erfolgreich. Und wenn Sie jetzt das Gefühl haben, viel kranker kann es nicht mehr werden, ich erzähle Ihnen nichts über das Thema Quantenbehandlung, mit dem er sich da beschäftigt, weil ich das schlichtweg nicht verstehe. Aber neulich hat er mir was erzählt, das muss ich Ihnen jetzt doch erzählen. Es ist das Thema 2023. Für 2023 hat er vor, eine nochmal verbesserte Variante der Sicherung zu bringen. Er hat schon mal 1000 echte Diamanten bestellt. Ihm ist aufgefallen, wenn ein echter Diamant in unmittelbarer Nähe des Leitfadens da drin ist, in der Schmelzsicherung, dann klingt es besser. Also rechnen wir für 2023 mit der Diamond Edition. Preislich, wie er sagt, absolut angemessen. Ich hoffe mal auf einen dreistelligen Preisbereich. HiFi-Tuning macht aber nicht nur Feinsicherung und anderes kleines Zubehör. Nein, wenn es um das Thema
Stromversorgung geht, dann kennt der Bernd Arne kein Pardon. Und zum 20-jährigen Firmenjubiläum hat er sich da was einfallen lassen. Er hat nämlich ein eigenes Stromkabel gebaut. Und Sie ahnen, dass wenn Bernd Arne ein Stromkabel baut, dann wird das eine extreme Konstruktion. Wie extrem? Das gucken wir uns jetzt an. 20-jähriges Jubiläum, wie gerade schon gesagt. Ich hole da mal dieses Kabel raus. So, die Farbgebung, die muss man wollen. Aber ich kann da etwas über die Technik erzählen, was sie sicherlich interessant macht. Diese Stecker, die wir hier haben, haben wir eine Abdeckung drüber, wie hier auch, haben Kontakte aus Rheinsilber. Nicht wundern, das ist tatsächlich zulässig. Die Leiterbahnen sind 3x5 Quadrat. Es handelt sich dabei um ein sauerstofffreies Kupfer. Nach einer Militärspezifikation, auf die Bernd Arne gar nicht so gerne unbedingt eingehen möchte. Und entwickelt hat er das Ganze nach dem Gehör. Nämlich so, dass er ein Stromkabel haben wollte, wo man spontan sagt, oh ja, da passiert was. Das ist ja eine ganz andere Nummer als das, was ich sonst habe. Wir haben einen üppigen, kräftigen, schnellen Bass. Wir haben saubere, klare Höhen. Wir haben das Gefühl, jawohl, jetzt geht die Musik nach vorne los, als sei sie aufgewacht. Wie macht er das? Naja, so ganz genau erzählt er es wieder nicht. Aber was ich weiß ist, dieses Käbelchen wird nicht einmal tief gefroren mit Stickstoff, sondern 10-mal. Und gebaut wird es von Hand. Und man kann auch nicht jede Länge bauen. Es kommt auf das Resonanzverhalten an. Das heißt, Sie können in der Standardausführung so etwas wie 1,8 Meter haben. Und da das Kabel, Sie sehen, dass hier recht steif ist, ist das vielleicht auch eine gute Idee. Sie können aber auch 1,2 oder 2,4 Meter haben. Das Kabel ist sportlich bepreist. Er vergleicht es einfach mit den besten Kabeln der Welt und sagt, meins ist doch besser, also darf es nicht zu billig sein. Manchmal denke ich, er könnte damit recht haben. Wenn Sie sowas jetzt also einmal hören wollen und denken, okay, der Typ ist vielleicht verrückt, aber mit Verrückten kann ich ganz gut, dann leihen Sie sich sowas bei Ihrem HiFi-Händler aus. Der wird sich vielleicht auch für verrückt erklären, aber der besorgt Ihnen das bestimmt. Klanglich macht es auf jeden Fall großen Spaß. Und vielleicht ist es in Ordnung, wenn man gar nicht so genau weiß, warum es so funktioniert, solange es so funktioniert. Und das gilt wahrscheinlich für alle HiFi-Tuning-Produkte. Mit den reinen Messwerten kommt man da nicht weit, mit den Ohren hingegen sehr.